Hallo, mein Name ist Luca, meine Damen und Herren. Vor einigen Tagen habe ich dieses Video hier hochgeladen, in dem ich Netflix Games gespielt habe. Und da meinten sehr viele von euch in den Kommentaren, dass wir Too Hot to Handle weiterspielen sollen. Von daher habe ich natürlich keine Kosten und Mühen gescheut. Es hat nämlich auch einfach nichts gekostet. Und mühevoll sind meine Videos jetzt auch nicht. Von daher, ja, keine Ahnung, warum ihr überhaupt hier am Start seid. Wir spielen weiter und erwarten die nächsten zwei Gäste auf der Insel. Die Person links sieht entschlossen und selbstbewusst aus. Hallo? Dakota ist 27, kommt aus den USA und ist Webdesignerin. Ja, ich bin ja auch im Web tätig, Dakota. Halt deine Schnauze. Mann, was macht denn der Hund da vorne? Ihhh! Dakota! Versteht ihr? Halt deine Schnauze. Und die Rechte hat ein breites Grinsen im Gesicht und winkt der Gruppe zu. Jada ist es nämlich. Jada ist Gaga, bin ich ein Huhn geworden? Museumskatakatorolorin. Genau. Noch zwei schöne Frauen. Der sieht einfach halt wirklich null aus wie ich, ne? Ist hier in dieser Show jeder einfach absurd attraktiv? Was ist das für ein weirder Typ? Und warum habe ich eine Krebsunterhose an? Ich habe Lust auf einen heißen Sommer. Da weiß man ja gar nicht, für wen man sich entscheiden soll. Oder gut, dass ich mich angemeldet habe. Ich habe natürlich Lust auf einen heißen Sommer. Auch stark, dass man immer Punkte bekommt, wenn man eine Antwort auswählt. Was geht ab, Party People? Ich bin Jada. Sie wirft dir und Marisa ein beiläufiges Lächeln zu, aber sie hat ein Auge auf Liam. Na okay, Jada, da habe ich eh kein Interesse dran. Und ich bin Dakota. Dakota zeigt auf dein Getränk. Und ich nehme, was du hast, bitte. Aber erst würde ich zu gerne deinen Namen erfahren. Oh, die nimmt schon mal das, was ich möchte. Das ist auch immer guter Flirtansatz, wenn man irgendwo unterwegs ist, einfach das nehmen, was die andere Person nimmt. Egal, ob ihr ein Mädel seid oder ein Junge, wenn die andere Person bestellt, einfach genau das Gleiche nehmen. Damit zeigst du der anderen Person, ey, guck mal, ich mag das Gleiche. Ja, ja, vielleicht doch nicht so schlau. Du reichst ihr ein Glas Champagner. Ich bin Luca. Passt zu dir. Was passt zu dir? Ist es positiv oder negativ? Prost, Luca. Sie nimmt einen Schluck und schließt dann zufrieden ihre Augen. Was für ein perfekter Tag. Du beäugst... Sag mal, was macht der Luca für komische Sachen? Steht er mit seiner Krebsbadehose am Strand und beäugt Neuankömmlinge? Jada scheint an Liam interessiert zu sein. Aber Dakota kann nicht aufhören, mich anzustarren. Ich sollte sie besser kennenlernen, ja? Oder wir nehmen nicht das Erstbeste und warten vielleicht mal ab. Dieses Gesicht zeigt, dass der Typ, glaube ich, eher nicht abwarten will. Also, was verschlägt dich auf diese paradiesisch... Sprachen lernen, Bubble. Paradiesische Insel, Dakota. Ach, weißt du, ich nehme eine Auszeit von meiner Arbeit als Webdesignerin, um meine niederen Instinkte... Nee, ich will doch nicht diese Dakota. Wenn du verstehst, was ich meine. Nee, verstehe ich eben nicht. Ihre niederen Instinkte besser kennenlernen. Ey, jetzt würden die mir zuhören, dass ich das auch nicht verstehe. Kann ich dabei helfen? Ich weiß genau... Ich sag, komm, typisch Luca, ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube, das tue ich. Ich hoffe, die stellt keine Gegenfrage. Gut, das habe ich mir schon gedacht. Sie zwinkert dir verspielt zu. Ah, nee, verspielt. Das ist so peinlich, dieses Video schon wieder. Du wolltest etwas anderes sagen, aber dann merkst du, wie dich jemand ansieht. Als du dich umdrehst, bemerkst du, dass Liam Jada überhaupt keine Aufmerksamkeit schenkt. Sein Blick ist nach wie vor in deine Richtung fokussiert. Oh. Ja, der Liam ist, glaube ich, schwul. Interessant. Aber dann vergisst du Liam, Marisa und Dakota. Denn eine weitere umwerfende Person ist gerade am Strand auf Alex. Wenn der jetzt auch noch auf mich steht, ne? Doch nicht nur du hast den Neuankömmling im Auge. Jeder starrt mit offenem Mund her. Wie mit offenem Mund? Stehen da jetzt alle so oder was? Meine Güte. Ich glaube, ich bin gerade sehr durstig geworden. Oh mein Gott. Es ist so peinlich. Der neueste Teilnehmer stößt mit einem selbstbewussten, breiten Grinsen auf die Gruppe. Ja, okay, so glaube ich jetzt nicht. Hallo zusammen, ich bin Alex. Lass mich raten, du bist Model, weil, verdammt nochmal, Junge, bei deinen Augen kaufe ich direkt die gesamte Kollektion. Ey, wo bin
bin ich hier gelandet? Gut geraten, was meinen Beruf angeht. Aber eigentlich identifiziere ich mich als nicht binär. Ja, ich identifiziere mich eigentlich als Flugzeug. Ich benutze das Pronomen Xir. Ach, das war kein Rechtschreibfehler. Im ersten Part, wo ich das gespielt habe, dachte ich, das wäre ein Rechtschreibfehler gewesen. Sorry, falls ich damit irgendjemandem auf die Schuhe treten möchte. Ihr kennt mich, ich will hier niemanden verletzen. Mir ist es scheißegal, als was ihr euch seht. Ihr könnt euch auch denken, ihr seid die Sonne. Hauptsache, ihr seid korrekt und zu eurem Mitmenschen nett gegenüber. Aber was genau bedeutet das? Xir. Ich kenne Xylophon. Cool. Danke für die Info. Die Jada hat, glaube ich, ihr Interesse gerade verloren. Willkommen im Paradies, Alex! Alle widmen sich nach und nach wieder ihren Gesprächen. Aber du kannst deinen Blick nicht von Alex abwenden. Ich stehe nicht auf Alex. Euer Blick trifft sich kurz. Alex stellt sicher, dass du es bemerkt hast und schaut dann schüchtern weg. Der hatte was am Auge kleben. Der Look hat etwas Anziehendes an sich und dein Interesse ist geweckt. Ein Scheiß ist hier geweckt! Also, wenn überhaupt, würde ich hier die Dakota nehmen von den allen. Aber wir sind eh bei Tour-Hotel, das heißt, wir dürfen eh nichts miteinander haben. Hey, Alex. Ey, hör doch bitte nein, Luca. Ich bin Luca. Er. Ich habe auch eine Fluggesellschaft, die heißt Luca Air. Alex schenkt dir ein freundliches Lächeln. Nee, der soll mir gar nichts schenken. Also, ihr könnt mir einen Helikopter schenken, darauf hätte ich schon Bock. Ihr tauscht ein Lächeln aus. Doch dann ziehen zwei Männer, die auf die Gruppe zugehen, plötzlich alle Aufmerksamkeit auf. Können nicht noch ein paar Mädels kommen? Der Linke winkt direkt und versucht allen ein High Five zu geben. Boah, das wäre so ich, ne? Ich komme so an, moin, hallo, High Five, hi, na, alles klar, hi. Ja, okay, wenn man da Hi schreien würde am Strand, wäre jetzt vielleicht auch nicht so sinnvoll. Verstanden? Schnauze. Justin! Oh mein Gott! Ist 28, kommt aus Frankreich und ist Personal Trainer. Bonjour! Oh, es war so klar, dass der da Bonjour sagt. Nur die Franzosen und die Italiener sind so sprachenverliebt, dass die das immer wieder einlaufen lassen in ihren englischen Slang oder in diesem Fall Deutsch. Sowas wie Bonjour oder Buongiorno, Bella Grazie, Dankeschön, bitteschön. Einfach diese Aussprache. Was ist das, wenn ich Deutscher als Deutscher in so eine amerikanische Reality-TV-Show komme? Da sage ich ja auch nicht, ja, grüß Gott. Die würden denken, ich habe ein Rad ab. Just in time für... Nein. 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 Hat dieser Justin wirklich gerade den Witz gebracht, just in time? Ey, kann ich dem einfach eine reinschlagen? Er gibt mit seinem Bizeps an und bringt alle zum Oh mein Gott, das ist ja 1:1 ich, dieser Justin. Der Typ neben ihm schüttelt genervt den Kopf. Oh mein Gott, ey, ich bin Justin. Das ist 1:1 ich. Theo ist auch noch mit am Start. Hat er ein Bananenbrot mitgebracht, oder wie? Komm, lass gut sein, Luca. 24 UK Musica. Sind UK-Musiker, heißt er Ukulelen-Musiker oder wie? Du lässt ihn von Kopf bis Fuß auf dich wirken. Hallo, Mr. Groß, dunkel und schön anzusehen. Du siehst aus wie Schwierigkeiten? Ein Traum wird wahr? Oder mehr Konkurrenz? Kann ich sagen, er sieht aus wie mein Fuß? Ich muss das ehrlich gesagt gerade erstmal kurz wirken lassen. Von daher würde ich an der Stelle die heutige Episode Too Hot to Handle mit Luca auch beenden. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier da, abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, um weitere Videos nicht zu verpassen. Wie soll ich mich im nächsten Part verhalten oder soll überhaupt ein nächster Part kommen? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Ich habe Angst, dass ich mehr Gemeinsamkeiten mit einem Teilnehmer dort habe als mit mir selber.